einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Der Parkplatz hat sich geleert. Hier stand gestern noch ein Auflieger neben mir, den haben die gebracht und abgehängt und haben dann den anderen mitgenommen und sind abgedüst. Hier vorne stand ein weißer Anhänger, jetzt steht ein grüner da. Ja, hier ändert sich einiges. Hier standen noch zwei, die sind auch jetzt alle beide weg. Wir werden jetzt auch gleich verschwinden. Wir fahren jetzt gleich rüber ins Werk 2.2, laden für Leipzig. Und wenn wir dann heute in Leipzig abgeladen haben, geht's nach Gera, laden und dann fahren wir wieder entweder noch ein Stückchen runter oder mal gucken. Vielleicht bleibt man ja auch gleich in Hermsdorf stehen. Das hängt davon ab, wie viel man mit der Schicht, wie man mit der Schichtzeit hinkommt. Die Ladestelle in Gera, die kennt ihr ja. Da waren wir ja mit dem Hängerzug schon öfters und auch mit einem anderen Sattel. Ja, so ist es, meine Lieben. So ist der Plan für heute. Also ganz entspannt. Jetzt ist es mieslich hier, das Wetter. Jetzt gehe ich wieder rein. Und dann fahren wir ins Werk 2.2 und dann schauen wir mal, wie der Tag so läuft. Also meine Guten, ach, das Gekletter hier. Schieben vorsichtig hier raus. Das Loch wird ganz schön tief mit der Zeit, ne? Bin ich gestern mit dem Vorderrad reingekippt. Aber ist nichts passiert. So tief ist es noch nicht. Aber da muss man aufpassen, ne? Ja, so. Naja, das ging ja gestern ganz gut. Ich habe zwar eine ganze Weile dort gestanden an der Abladestelle, weil ein Haufen Autos da waren. Und der Parkplatz war ja dann voll, ne? Ohne Ende. Ich hätte mich ja gerne dort auf dem Parkplatz gleich gestellt, aber naja, ist nicht. Was nicht ist, ist nicht. Ja, und da sind wir halt hier rüber gefahren. Haben hier einen schönen Platz gefunden. Gestern war dann auch voll Abend, wo ich dann ins Bett bin. Und ich habe dann gestern Abend noch eine kleine Runde gedreht hier. Da standen hier vorne auch wieder zwei drinne. Naja, das ist hier dann schon. Hier möchtest du schon rechtzeitig kommen, sonst hast du einen Zunk gezogen. Ne? Also wie gesagt, zur Not kann man sich auch hier reinstellen. Ne? Da standen gestern auch zwei wieder. Da ist ja nachts kein Betrieb auf der Wiese. So, und jetzt fahren wir schön gemütlich rüber ins Werk 2.2. 7.30 Uhr haben wir Ladetermin. 7.20 Uhr sind wir da. Also alles im grünen Bereich. Es schneit ein bisschen, so Zwischending zwischen Regen und Schnee.
meine Guten. Das hätten wir doch wieder mal geschafft. Langsam kriegt man den Bogen raus, wenn man da hinten reinfahren muss. So, jetzt fahren wir nach Leipzig, aber zwischendrin müssen wir noch einmal lenken unterbrechen. Jetzt wird das Wetter besser, seht ihr? Die Sonne kommt raus. Vorhin war es ja richtig mieslich. Ja, heute haben wir richtig fett drauf. 8 Tonnen, ein bisschen was über 8 Tonnen. Musste ich mit der Achslastverteilung wieder aufpassen. Ha. Eine Reihe wäre noch drauf gegangen. Aber die hatten keine mehr. Die Gerüstbauer bauen auf oder ab. Diese Tore da mittendrin, das ist schon seltsam irgendwie. Ach, der steht ja immer noch da. Der stand ja vorhin schon da. Und die Polgers stehen ja auch immer noch da, die zwei. Und auf was wartest du? Foto von seinem Auto oder was? Also man merkt ganz deutlich, dass es Frühling wird. Die Baustellen sprießen wieder aus dem Boden. Ja, ich hatte jetzt hier wieder mal ein bisschen Stau, aber nicht der Rede wert. 6 Minuten Verlust. Und fragt mich warum? Na? Ich sage nur Reißverschluss. Es funktioniert nicht in Deutschland mit dem Reißverschluss. So, jetzt überlege ich natürlich, ob ich nachher gleich hinten runterfahre über die 14 und 38 und dann Kreuzrippachtal auf die 9. Oder ob ich hier, also im Moment rollt es ja. Die hatten aber ein bisschen Stau angesagt, aber ich habe nichts groß gesehen von Stau. Also weiß ich nicht, obwohl es ist tüchtig Verkehr, ne? Naja, ich könnte dann sagen, ja, ne, hier oben staut's. Also ich würde sagen, wir fahren dann gleich hinten runter. Der 38 vor und dann auf die 9 und dann Hermsdorf F. F 4. Weil ich weiß nicht, ob es einen kürzeren Weg nach Gera gibt. Ich kenne keinen.
Das gucke ich mir nachher nochmal an auf der Karte. Ich denke schon, dass das funktioniert. Gleich hier quer durch. Da brauchen wir nämlich gar nicht erst auf der Autobahn. In der Spedition brauchen wir heute nicht. Da stand nämlich vorhin dran Gera. Also fahren wir gleich weiter hinten rum, ist ganz schöner Bogen. Und darum ist überall Stau. Und dann fahren wir quer durch die B2. Und da kommen wir nämlich genau da raus, wo wir in Gera hin wollen. Das liegt nämlich an der B2. So machen wir das, meine Guten. Erstmal gucken, wie lange das jetzt hier dauert. Und wie gesagt, zur Not bleiben wir gleich in Gera stehen, machen dort Feierabend. Das ist auch nicht das Problem. Das wäre nicht das erste Mal, dass wir dort schlafen. Leipzig Logistikcenter, Handelsring 10. So, Freunde. Dann gehen wir uns erstmal anmelden und gucken, wie lange das dauert. Ich wollte schon sagen, Mädel, das ist ungünstig, wie du da stehst, aber sie ist schon weggefahren. Na, mit euren Hunden über die Schienen, das wäre ja auch gefährlich. So, jetzt fahren wir gleich hier links vor. Und dann fahren wir vorne gleich auf die B2. Mehr wie ein Eigentor können wir uns nicht schießen. Müssen wir mal gucken. Wird schon funktionieren. Weil wenn wir die B2 durchfahren, kommen wir normalerweise gleich in Gera dort raus, wo wir hinwollen. Also lassen wir uns mal überraschen, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wird schon klappen. Gera war jedenfalls ausgeschildert. Mehr wie schief gehen kann es nicht. So, meine Guten. Dann fahren wir euch heute mal durch Leipzig spazieren, ne? Naja, B2 ist B2, da muss schon funktionieren. Mein Navi dreht am Rad, aber das ist mir auch wurscht. Jetzt habe ich mal meinen eigenen Kopf hier.
Gut, ich habe jetzt hier ein paar Ampeln, aber was soll's. Die stören mich jetzt nicht. Wir sind eh nicht um 5 in Gera, weil es jetzt nämlich schon 5 ist. Aber die werden mich schon noch beladen. Und dann machen wir gleich in Gera Feierabend. Ich frage den Pförtner noch mal, ob ich dann dort gleich schlafen kann. Und da wird er bestimmt nicht Nein sagen. Und wenn, dann fahren wir halt doch nach Hermsdorf. Was soll's? So, guckt. Da oben steht nämlich dran, Gera. Und da haben wir mal eine andere Strecke, nicht immer nur die langweilige Autobahn. Gera Wurzen steht da oben dran. Schön gemacht, die Häuser hier links. Seht ihr das? So ein bisschen rötlich abgesetzt. Na, die zwei drehen am Rad hier. Ach, die zwei drehen am Rad. Ich glaube, ich fahre jetzt mit euch mitten durchs Zentrum. Da vorne ist, glaube ich, ein Uni-Gebäude. Oh, ich war schon ewig nicht mehr in Leipzig. Also nicht jetzt hier Flughafen und Handelsring und BMW-Allee, sondern ich meine jetzt hier richtig in Leipzig. So, hier müssen wir lang. Hier steht dran B2. So, hier geht's nach Gera. Hier müssen wir lang, Freunde. Schön sachte machen hier. Das ist der Brikati hier. Da drüben, die meine ich. Euch das an. Hier war er noch nie mit mir, ne? Gebt's zu. Wir fahren jetzt mitten durchs Zentrum. Was sagt denn da dazu? So bin ich mit euch. Mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen in den Laden. Geradeaus, das passt doch. Genau da wollen wir hin. Okay.
davon steht ein Blitzer. Ich sehe es ganz deutlich. Hier, passt auf, hier kommt er. Hier rechts. Da ist er. Wir haben ihn entlarvt. Ne? Habt ihr euch das träumen lassen, dass er hier jemals mit mir durch Leipzig durchfahrt? Nee, ne? Habt ihr euch nicht träumen lassen? Ach, so bin ich zu euch. Ja, ja. Dass mich die Trüllers hier immer nach Halle schicken wollen, frage ich mich. Dort kommt der Rettungsdienst. Seid ihr haben ganz schöne riesen Rettungswagen hier. Ach nee, das ist bloß das Blaulicht, was den so groß macht. Das ist bloß das Blaulicht, was den so groß macht. Ich habe keinen Plan, wo wir hier sind. Jedenfalls steht dort dran Gera geradeaus und das machen wir auch. Und zur alten Messe geht's hier auch. Geradeaus. Da stand nichts davon, dass ich hier nicht langfahren darf. Guck, der fährt auch. Auch ein Elflein. Kam mir ein Elflein entgegen in Leipzig. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Einer vom Edeka oder Penny oder was das war. Oder Lidl, jedenfalls einer von der Lebensmittelliga. So, und jetzt? Gera links. Na, dann machen wir das doch mal. Ach, guck, wir kommen ja nicht mehr ins Zentrum. Nach dem Zentrum geht's rechts und wir müssen links. Was bauen sie denn da vorne? Ein Parkhaus oder was? Die pflastern alles zu. Was ist das hier? Arbeitsamt, Landgericht. Steht nichts dran. Wohnhaus. Das ist ein Wohnhaus. Ha! So, jedenfalls müssen wir jetzt hier uns links halten. Da rennt einer mit einer bunten Jacke und einem Fotoapparat rum. Der ist bestimmt von den Straßenbahnen betrieben. Dienstaufsicht steht drauf, auf der Jacke. So, mal schön langsam hier um die Ecke rum. Lieber ein bisschen langsam gemacht, als was kaputt. Guckt, hier bauen die überall. Überall wird gebaut hier. Ich fasse es nicht. Gera Leipzig wird zugebaut. Gera geradeaus. Passt doch. Was will ich denn mehr? Genau da will ich hin, Gera. Da wollen wir nicht hin auf dem Parkplatz. Der ist zu klein für uns. Der ist zu klein für uns.
Jedenfalls meinen es die Ampeln einigermaßen gut mit uns. Was denn da für ein Bau? Eine Moschee oder was? Ah, was es hier alles gibt. Aber ich war schon lange nicht mehr in Leipzig. So, wie ist es jetzt hier? Gera geradeaus. Also bleib mal auf der Spur hier. Stadt eine Klinik, Thunberg-Klinik, mit Notfallzentrum. Überall stehen Kräne. Ich denke, wir sind gleich durch Leipzig. Hat doch gut geklappt. Bis jetzt. Bis jetzt. Na, guck, da haben wir doch schon wieder grün. Hier vorne müssen wir mal auf die linke Spur, weil da vorne steht nämlich was. Da steht ein Paketdienst. Ach nee, Smaller Auto steht da. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das da vorne das Völkerschlachtdenkmal. Ha! Wo ich euch heute überall rumführe. Habt ihr das überhaupt verdient? So rumgeführt zu werden von mir. Hier ist das Messe M. Das stammt, glaube ich, noch aus DDR-Zeiten, das Messe M. Alle Richtungen geradeaus. Und wie heißt der Fluss? Ach, das ist gar kein Fluss, das ist eine Bahnlinie. Ich dachte, es ist ein Fluss. Bleibst du mal stehen mit deinem Rad? Meine Guten, was sagt man jetzt? Wo ich euch heute überall rumfahre? Nach Gera müssen wir hier rechts abbiegen. Das ist das Völkerschlachtdenkmal. Ich fress einen Besen.
So. Jetzt haben wir fertig. Das ging rucki zucki hier. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde bis Hermsdorf. Also fahren wir jetzt noch fix bis Hermsdorf. Und dann machen wir aber plus 9 Stunden Pause heute. So, meine Guten, jetzt ist Schicht im Schacht. Wir stehen in Hermsdorf. Morgen früh um 5 geht's wieder los. Ja, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Morgen früh um 5 geht's wieder los. Fahren wir nach Dingolfing ins Werk 4, 2, 4. Ins Werk 4, ja klar, ins Werk 2, 4. Dort müssen wir mal diesmal richtig über die Anmeldung fahren, uns anmelden. Und anschließend fahren wir wieder in die 2.2. China Heats laden. Und dann geht's so weit wie es geht noch hoch. Die China Heats brauchen wir erst Freitag früh abladen. Also schauen wir mal, wie es wird. Also meine Lieben, dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht. Habt jemanden, der über euch wacht. Tschüss.